Das ist von Dion Dickmeier. Habe ich damals geklaut. Puh muss irgendwo sitzen. Oder Puh, kannst du bitte in der Hand halten. Servus, ich bin's, der Jesper Verlat. Und ich zeige euch jetzt meine 5 Essentials. Also, wir fangen an hier mit meinem Teddybär. Den habe ich schon, seitdem ich sehr, sehr klein bin. Wurde von meinen Eltern geschenkt. Und der darf immer noch nicht fehlen. Der ist immer mit dabei. Ist mir persönlich sehr wichtig, weil es mir ein gewisses Gefühl von Heimat gibt. Kommen wir zum nächsten Stück. Habe ich mein Kopfkissen mit dabei. In manchen Hotels, diese Kopfkissen einfach, wenn du dich drauflegst, das ist wie Papier ungünstig. Deswegen war meine Lösung, ich nehme mein Kopfkissen mit. Riecht nach Hause, ist wie zu Hause. Vielleicht manche kennen es, vielleicht manche nicht. Mate-Tee. Es ist eigentlich wie Kaffee, also Koffeinersatz für mich. Am Spieltag, der wird auch nur am Spieltag getrunken. Heim, auswärts, immer mit dabei. Dann einmal eine Frühstücksbox. Dachte, okay, ich nehme eine Tupperware mit, füllen wir die wichtigen Sachen da rein. Haferflocken, Proteinpulver, Datteln, Nüsse, Zimt, Blaubeeren. Das ist von Dion Dickmeier, vom Sohn von Dennis Dickmeier. Habe ich damals geklaut. Ja, die Dose kannst du mal wiederbringen, ey. So, letztes Teil ist mein Haarband. Geschichte dazu, ich konnte die früher in Deutschland nicht finden. Habe ich meine Mom beauftragt, die in Portugal 100er Packs gekauft hat. Ja, und seitdem spiele ich immer damit. Es geht einfach hinten rein, um Haar nach hinten reingezeckt, nach hinten gedrückt, kann auch nicht rutschen. Und dann jetzt ab, raus zum Spiel. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.